Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Wir müssen gucken, ob wir uns fertig vorbereitet haben, weil wir müssen mit dem Präsidenten reden. Und der Präsident, der ist bestimmt nicht gut auf uns zu sprechen, den wir den entführt haben. Zimmermenü. Nein. Koppeln. Ich kann bei denen immer noch nicht auf optional. Ich kann bei ihm auf optional, aber. Es bleibt halt dasselbe. Ja, das ist mir klar. Aber die haben doch alle GFs, oder? Die haben gar keine GFs. Ach, deswegen. Ja, dann tun wir da mal wieder zwei, ne? Okay. Abilities. Nehmen einmal Draw. Einmal natürlich GF. Einmal Item. So. Machen wir noch bei Selfie. Selfie kriegt Ifrit. Kriegt bei Stärke. Die hat gar keine Magie. Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Stimmt, ich habe ja mit der nie Magie gekoppelt. Squall. Abilities. Drawn muss ich rausschmeißen, ich muss mit einem zaubern können, der Vita hat, weil Vita wird gleich, denke ich mal, ein bisschen nützlich sein. Hast du nicht gefragt, woher Rinoa Cypher kennt? Ich weiß es leider nicht, weil ich nicht von Anfang an dabei bin. Deshalb wird das niemand verraten, daher habe ich schlaflose Nächte. Ach so, okay. Die Waldeule wurde... Warte. Die Waldeule wurde von den Vätern von Watson Tone gegründet. Krass! Hast du die Zeitungsartikel im Konferenzraum gelesen? Die Schattenseite der Politik, diese Zeitung berichtet über Deling. Chefredakteur wurde kurz nach der letzten Ausgabe verhaftet. Bloß weil er die Wahrheit geschrieben hat, das stimmt doch was nicht, oder? Ja, wer weiß. Sorry Leute, ich speichere aber nochmal kurz schnell, damit ich das ganze Koppeln und sowas nicht nochmal machen muss. 7 Spielstunden schon! Ja, wobei ich sagen muss, eigentlich habe ich nur Spielstunden, wie halt auch die Parts lang sind. Manchmal ist hin und wieder halt das Spiel später vorher noch an. Deshalb ist da wahrscheinlich mehr Zeit, als wir eigentlich gebraucht haben. So, ich will jetzt mal kurz gucken, ob die Zeitung jetzt vielleicht da ist. Weil ich weiß zum Verrecken, dass da eine Zeitung irgendwo ist. Ich weiß es doch. Da ist sie! Haha! Oh, mein Gedächtnis. Es ist noch da. Es ist noch da, Leute. So, weiter. Mehr weiß ich noch nicht. Also, ich kenne den Boss, der jetzt noch... Oh, Spoiler, Obst, Story. Ich kenne den Boss, der jetzt noch kommt. Aber dann müsste ich eigentlich fast gar nichts mehr von dem Spiel wissen. So. Hi, Renoir. Okay. Oh, ich kann mich aber auch nicht mehr wirklich genau an den Boss erinnern. Präsident Deling? Dir passiert nichts, wenn du keinen Widerstand leistest. Liebes Fräulein, was passiert denn, wenn ich trotzdem Widerstand leiste? Was ist? Es tut mir schrecklich leid. Ich bin nicht der Präsident. Mich nennt man einen Double. Es heißt, dass es in Timber viele Widerstandsgruppen gibt. Wir haben euch hierher gelockt, dass ihr so einfach hereinfällt. Niveaulos? Ich habe jetzt lang genug gesessen, mein Fräulein. Sag mir bitte, was mit mir passieren soll. Wenn ich Widerstand leiste. Was ist denn los mit dem? Dafür, dass ihr niveaulos seid, war die Idee nicht schlecht. Aber niemand darf sich dem Präsidenten widersetzen. Okay, und der Typ ist ein bisschen krank. Alright. Ja, ich glaube, dem Typen geht es nicht mehr ganz so gut.
Einfacher für uns, oder? Ja, hereingefallen. Nee, eigentlich nicht. Nein, ich hab vergessen, Abilities bei Zelten. Oh, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Klar, ich habe nur gesehen, dass die kein Zauber kann und dann war für mich vorbei, weißt du. Beißt er gerade den Xell? Ist das der Typ ekelhaft? Ah, ich habe ganz vergessen, dass ich ja die R1-Sache habe mit Squall. Das habe ich total vergessen. Kann der aufhören, die Leute zu beißen? Das ist ja widerlich. Das macht Spaß. Ja, finde ich auch. Bam! Junge! Mach mal nicht die arme Selfie. So! Fucking GFs, ey. Apropos GF, vielleicht kann ich später hier mal einen einsetzen. Wie wär's mit kürzer Kordel? Ich meine, warum denn nicht? Vielleicht bringt's ja was. Irgendwie macht das Double ja auch gerade gar nichts. Oh! Was geht bei dem? Dem geht's gar nicht mehr gut, oder? Was zur Hölle ist das? Verdammtes Biest. Das sieht irgendwie ekelhaft aus. What? Okay, ich zieh ihm gar nichts. Gewittersturm, Quetzalcoatl! Zeig mal, du kannst. So, diesmal geht's auch nicht auf Zeit, da kommt Quetzalcoatl schön. Schön die Zeit in Anspruch nehmen hier. Mach deinen Gewittersturm, mein Freund. Wir ziehen ab. Oh. 365 aus, sehr gut. Das ist. Alter. Weil ich ziehe dem halt irgendwie gar nichts ab. Wow. What? Okay, der zieht mir verdammt viel ab. Okay, ich würde sagen, probieren wir mal Shiba aus. Oh Gott. Ach scheiße, ich schaffe jetzt voll gleich nichts mehr machen, ey. Was ist Tobsucht? Was macht der? Oh nein, der ist jetzt richtig angespornt, ey. Oh Gott, ich muss mit Squall gleich definitiv die ganzen Leute mal heilen, weil er ist der Einzige, der Vita hat. Oh shit. Zwinken, die Shiva. Bad 462! Shiva OP. Weil Xell greift jetzt nur noch an. Ich kann nichts mehr mit dem machen. Bei Xell ist jetzt vorbei. Außer Xell stirbt. Ja. Ach nein. Oh nein. Oh nein. Auf Xell. Xell, bitte, mein Freund. Schweigen. Nein, nicht auf. Nie auf Squall. Xell von mir aus.
Das heißt, Xell kann keine Magie mehr, glaube ich, machen. Aber Xell kann sowieso keine Magie machen. Also alles gut. Können wir aufhören, jetzt die ganze Zeit auf den Xell zu gehen? Ach, das Blöde ist, dass Squall, glaube ich, gerade in so einer Art Gemach oder sowas ist. Aber ich wollte eigentlich erst Selfie heilen, egal. Selfie kann noch ein bisschen durchhalten. Oh fuck, kann dieses Gemach mal bitte weggehen? Das ist echt super scheiße. Nein! Der hat schon Schweigen. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass er das auf den Squall macht. Wenn er das auf den Squall macht, ist halt vorbei. Okay. Selfie, warte noch ein bisschen. Warte noch ein bisschen. Oh nein, ich hätte nicht machen sollen. Nein. Oh Gott, Selfie haltet. Selfie ist auch noch blind! Und hat gemacht. Jawohl, sauber. Ich glaube, ich bin richtig im Arsch. Ich glaube, ich bin halt richtig im Arsch. Oh fuck. Nein. Nein. Jetzt bin ich definitiv im Arsch. Jop, jetzt ist vorbei. Jetzt ist definitiv vorbei. Jetzt ist vorbei. Was macht denn die Megapille? Heilt die mich von allem? Das tut die wirklich. Oh, das ist geil. Alter, wehe auf den Squall. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe, aber... Nein. Okay, Selfie ist vorbei. Erstmal Xell heilen. Vielleicht soll ich Xell auch später mal so eine Pille geben. Alter, wenn er das jetzt auf Squall macht. Gott sei Dank macht er das immer auf Xell, ey. Ich bin halt trotzdem ziemlich im Arsch. Gott. Oh Gott. Boah Leute, ihr wisst nicht, ihr wisst nicht. Auf wen? Leck mich doch einfach an meinem verkackten Arsch.
Oh, ich hätte vielleicht erstmal Selfie wiedergeben sollen. Na egal. Oh. Er ist aber wieder trotzdem mal, er ist wieder blind. Weißt du? Fuck! Wir hoffen sein, Gott sei Dank. Oh, kann der bitte noch verrecken? Bitte! Bitte! Selfie macht dem halt überhaupt kein Damage. Ah, nein. Selber heilen, selber heilen. Oh Gott, ey, das gibt nichts, Leute. Das gibt so hart nichts. Wieder selber heilen. Oder nicht selber heilen. Danke. Das ist alles, was ich habe. Ja, dann jetzt definitiv Fakt. Jetzt ist vorbei, Leute. Jetzt vorbei. Ich habe keine Potion. Oder einen Heiltrank oder wie auch immer das hier heißt. Ist mir egal. Ich habe wirklich nichts. Ja, dann ist jetzt wirklich vorbei. Der Boss ist wirklich krank. Von mir aus mach Schweigen. Schweigen bringt mir jetzt gar nichts mehr. Die einzige Hoffnung, die ich jetzt noch haben kann, ist, dass der jetzt in den nächsten Runden verreckt. Auch wenn ich ihm kein Damage mache. Aber er muss halt verrecken. Aber das wird er nicht. Das wird er so hart nicht. Komm schon. Xell trifft halt nicht mehr. Und Xell ist tot. Ist egal. Weil das war derjenige, der sowieso kein Damage gemacht hat. Aber Moment mal, ich kann ja Xell nochmal wiederbeleben. Schweigen kann er von mir aus jetzt immer machen. Vor allem auf Selfie. Selfie kann nicht mal zaubern. Komm, Xell, vielleicht hast du mal eine Chance. Vielleicht gibt's noch mal eine Chance. Scheiße, ich hätte mir Xell lieber Quetzalcoatl rufen sollen. Oh.
Scheiße. Alter, wie viel überlebt der Typ denn? Der überlebt halt wirklich krass viel. Nein. Oh Gott sei Dank auf Selfie. Gott sei Dank auf Selfie. Gott sei Dank auf Selfie. Komm, Quetzalcoatl muss durchkommen. Quetzalcoatl muss durchkommen. Nicht auf Xell. Nicht auf Xell. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, komm, Quetzalcoatl! Komm schon! Quetzalcoatl, bitte! Bitte, Quetzalcoatl! Oh Leute, ihr wisst nicht, ich bin so unter Druck gerade! Ich bin so unter Druck! Vielleicht lieber wäre jetzt besser gewesen, aber. Das reicht nicht, oder? Das reicht nicht. Was? Er ist tot. Er ist tot. Oh mein. Wie habe ich das denn bitte noch gewonnen? Wie habe ich das noch gewonnen? Heilige Scheiße. Ich habe keine Ahnung wie. Puh, das war tatsächlich ein Präsidentendouble. Es regt mich auf, dass wir darauf hineingefallen sind. Infos. Hört gut zu, ich weiß jetzt, was der Präsident vorhat. Er will zum Fernsehsender. Das sind jetzt extrem viele Soldaten. Fernsehsender? Warum dann ausgerechnet den Timber? Von Galbadia klappt das doch genauso gut. Chef! Hat das was mit dem Dollar-Zendeturm zu tun? Was ist denn das schon wieder? Alter Leute, ich will nur noch abspeichern. Im Fürstentum Dole steht ein Sendeturm, mit den Funkwellen gesendet werden können. Er war zwar lange nicht in Betrieb, wurde aber von den Galbadianern reaktiviert. Aha, verstehe. Der Sender Timber ist der einzige, der Funkwellen sendet. Alle anderen Sender benutzen HD-Kabelanschlüsse. Und was hat das zu bedeuten? Sie machen Rundfunksendungen. Dadurch erreichen sie auch Gebiete, die keine Kabelanschlüsse haben. So viel weiß ich auch. Ich wollte fragen, was genau der Präsident übertragen will. Warum will der Funkwellen benutzen? Er möchte etwas weltweit senden, auch in Gebiete ohne Kabelanschluss. Was könnte das sein? Frieden auf der Welt. Ganz bestimmt, Selfie. Selfie hat's direkt begriffen. Funkwellen gibt's seit 17 Jahren nicht mehr. 17 Jahre? Wenn die Unabhängigkeitserklärung als erste Meldung gesendet wird, wäre das ein Wahnsinn. Hey! Wie viel klappt das sogar? Vielleicht klappt das sogar. Wir sollten uns das mal überlegen. Einen Moment. Ich kann mich bewegen. Gott sei Dank. Darf ich hier raus? Ich darf hier nicht raus. Fuck. Xell, was denkst du denn, mein Freund?
Das soll eine Besprechung sein. Ich weiß auch nicht. Selfie? Dürfen wir noch nicht nach Hause? Was steht eigentlich in dem Vertrag? Check das doch mal, Chef. Ich check hier gar nichts. Rinoa. Wir sind fertig. Eine neue Mission. Oh. Zeig mir vorher mal den Vertrag. Ja, klar. Was steht da? Der Ballam Garden, der Auftragnehmer, trifft hiermit eine Vereinbarung mit der Waldeul-Auftraggeber über die folgenden Punkte. Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit dazu, sämtliche Missionen und Aufträge zu erfüllen. Unabhängig von den Aufwand und deren Folgen mit der... Keine Peilung. Wie? Den habe ich auch nicht verstanden. Als ich dem Direktor das sagte, hat er mir diesen neuen Vertrag geschrieben. Euer Direktor ist wirklich nett. Was steht da jetzt drin? Sehr geehrte Waldeule, dieser Vertrag zwischen Ihnen und den Seeds ist so lange gültig, bis Timber seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat. Dazu wünschte ich Ihnen viel Erfolg. Dies ist ein außergewöhnlicher Vertrag. Wir können keine zusätzlichen Seeds schicken. Erzählen Sie bitte auch niemanden von diesem Vertrag. Ballabgarn-Direktor Sid Kramer. Alles klar. Das heißt, wir sind ziemlich fucked. Das heißt, wir sind von denen abhängig jetzt. Geil. Bis Timber unabhängig wird. Ist das ein Witz? Ihr seid doch Profis. Keine Widerrede. So, wer geht jetzt mit? Ich sammle Informationen. Oh, mein Magen. Ah. Ach, halt die Fresse. Wer von uns geht zum Fernsehsender? Muss ich das jetzt auswählen? Bitte eine Dreiergruppe aufstellen. Rinoa hätte ich echt gerne im Team. Selfie kann mich mal am Arsch. Ich nehme Xell. Definitiv. Ja. Wir drei, oder? Wir drei machen das. Und Selfie bleibt einfach da. Geil. So habe ich mir das die ganze Zeit vorgestellt. Rinoa wird, glaube ich, meine Healerin. Oder ist Rinoa die Healerin? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt definitiv erstmal abspeichern und den Part beenden, Leute. Boah, Leute. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, wie wir das noch geschafft haben, den Bosskampf. Das war einfach nur noch purer Glück, genau. Das Glück. Boah. Bitte nie wieder. Oh Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.